Eins, zwei, drei, es geht los. Wir sind wieder dabei und wir geben. Ja, da hat schon wieder Kackspuren hinterlassen. Schau dir Ja, ich diese hab Streifen in die an. Hose gemacht. Oh, Ja, hat Magic. gereicht. Wir hätten ja gar nicht das Holz mitnehmen müssen. It's magic. Ja. Du meinst die Segen, oder was? Ja, wir sägen hier schon noch das Holz weg. Wir haben ihm Holz gebracht. Wir nehmen das Holz hier da weg. Ja. Nee, wir sind ja nicht die Wohlfahrt. Wenn wir das Ding hier wieder aufbauen müssen, dann raste ich aus. Nein, Ja, glaube ich wenn nicht. man das Spiel ja schon zu Glaube Ende ich gespielt nicht. hat. Nein, ich habe das nicht zu Ende gespielt. Ich habe vielleicht nur eine Stunde, 2 Stunden oder was war das? Ja, abgeben. Ja, 400. Ja, okay, bei den ganzen Holzdingern da. Schätze aus alten Zeiten. Ja, das ist diese Quest. Die können Ja, wir. ja, ja. Hole Aber den bevor wir das machen. Treibstoffanhänger von der Tankstelle. Ja, wir machen erstmal hier ein bisschen Holz weg. War ja so klar. Ja, wir haben nichts zu verschenken. Nein, das Holz bleibt hier, ja. Nix gibt's. Es hat eigentlich schon gereicht, dass wir hier ihm das Holz gebracht haben. Also wir hatten genug dabei, das war ganz gut. Er sitzt auf der Veranda und wir smashen sein Holz. Smash. Ja. Smash. Ja und Smash. Ja, Smash Smash. Smash Mouth, oder wie heißt das nochmal mit den Eseln? es. Weiß ich Keine Ahnung, ich kenne die Musik nicht aus. nicht. Smash Mouth. Ah ja, das habe ich nicht gesagt. Somebody. Ja, doch, hast du, aber ich. Ja, im Ja, Kopf, ne? gehören, ne? Ich habe auch keins, also macht nichts draus. Kann nur einfache Anhänger geliefert. Bewegungsabläufe schneller als alle anderen Guck mal, die abfahren. wollen mittlerweile, dass du sogar einen Hänger hast. Ja, geil. Habe ich aber kein Geld für. Somebody and hack some Holz. Somebody is when you hack some Holz. Somebody is hacken. Denk dran, wir Oh, können nicht so du viel hackst gerne mitnehmen. Holz. Ja, aber nur im Spiel, das ist nämlich keine körperliche Anstrengung. Das sind nur Bewegungen mit den Händen. Nein, hack im Englischen heißt ja umarmen. Das ist schlecht. Ah. Ich hack. Ja, genau, ich hack dich gerne. Hack Matt. Oh. Iu! Matt Eagle, ich hab's zuerst Matt gesehen. umarmen. Oh, Arme. Kenne ich mich nicht mehr aus. Also mit der Säge, das ist gar nicht mal so eine dumme Idee gewesen von dir. Und das Problem ist halt nur. Die nimmt halt auch so viel Platz am Auto weg, ne? Ja, aber man kann ja das Holz auch dementsprechend weiter nach vorne stapeln. Ja, das kann sein. Ich bin froh, dass das so schnell geht mit dem Holzhacken eigentlich hier, ne? Davon, du müsstest das wie in, nicht in 7 Days, hier in dem einen, wer ist das andere Zombie-Survival-Spiel da, mit dem, wo das Kind abstürzt in dem Flugzeug. Und da ging sie. Forest. Ja, so Prowess mit dem Wald. Das Holzhacken da ist ja auch nervig. Wo ist dieser eine Baumstamm? Dukli, wo bist Weiß ich du? nicht. Okay. Muss ich noch länger warten? Ich könnte was tun. Lach nicht so dreckig. Ich finde das witzig, tut mir leid. Spielereien mit Holz, die sind immer lustig. Ah ja. Damals in der Waldorfschule haben wir das alle so gemacht. Toll. War noch ausgedrückt. Da hinten liegt Man auch kann noch das nicht was. so wirklich immer gut reinlegen, das Holz in den Wagen.
Manchmal hast du da so kleine Lücken drin, ne? Ja. Ja, das liegt auch, wie du zu dem Ding drehst, also stehst. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja. Manchmal sehr, sehr penibel von der Maus her. Ja. Wir können ja aber noch viel mehr drauf schaufeln. Wir können nur noch rauf, ne? Nicht mehr zur Seite, sonst passen die Sägen nicht mehr rein. Ja, ist schon klar. Aber wir können die Sägen übereinander stapeln und gucken, ob wir da hinten dann noch Holz reinkriegen. Ja. Das habe ich vorhin erzählt. Ja, manchmal funktioniert das aber nicht. Oh, ich kann es vergessen zu erzählen. Wir waren doch letztens in dem einen Museum, wenn du dich erinnerst. In dem Flak-Museum, ne? Die Dings muss ich noch bearbeiten, aber die Frage ist das halt. Das Video? Ja, ja. Ich habe ja noch so was anderes besucht. Dieses Airsoft habe ich mir mal angeguckt. Die Frage ist, passt das hier im Kanal oder brauchen wir einen neuen Kanal? Wieso Grion unterwegs oder was? Oder was willst du da? Ja, zum Beispiel. So, du kannst doch einfach eine eigene Playlist da von. Ja, aber das ist ja. Die anderen machen das ja auch so. Ne? Ich die dass anderen, sie dann einen Zweitkanal haben für andere Sachen. Wir müssen noch ein bisschen mehr Holz hacken. Damit hier nachher keine Bäume mehr stehen. Ja, eigentlich wäre es smart, wenn einer bringt und einer hackt und ein dritter sägt. Der hat zwar nicht so viel zu tun, aber. Also, es wäre ein richtiger Job für drei Mann. Müssen wir gucken, ob wir Handpuppenmann nicht dazu überreden können. Er erzählt zwar nur was von seinen Handpuppen, aber naja. Ist auch witzig. Mhm. Du kennst doch unseren Handpuppen-Joe. Er lebt übrigens noch, ne? Handpuppen. Er hat nur sehr viel zu tun mit seinen Handpuppen. Ich würde Zungen sagen, er macht ganz viel Handbetrieb. Okay. Das war gar nicht zweideutig. Gib dich da nicht mit aus, du. Ja, ja. Hab mich schon gewundert, dass du gesagt hast, dass du eine Frau bist. Ich hab mir gedacht, what? Was macht die denn hier? Was soll das denn heißen? Ach, Rock ist ein Stein. Bin ich etwa so maskulin? Ja, aber ich hab gedacht, Rock ist ein Stein und Valley ist eine Wüste. Das muss ein Typ sein, aber wenn jetzt so eine Engelstimme bei rumkommt, kann ich auch nicht wissen. Engelstimme gesagt. Ich glaube, mein Gehirn ist kaputt. Thaddeus. Deus. Was steht denn Thaddeus? In den Kommentaren? Gehirn, warum bist du so doof? Sonst bist du auch so bitter ernst. Ja, manchmal ist das Leben aber witzig. Ah, Konfetti. It's a parade. Surprise, it's an Ente. Wie du immer davor stehst und ich weiß, wie es geht. Wieso? Ich tu's doch. Und vielleicht kriegen wir gleich sogar 4 auf eine Reihe, wenn wir so weiter rausbauen können. Ja, genau. Und er macht mal wieder eine Riesenlücke. Ja, dann mach doch mit deinem Zahn eine bessere Lücke. Weil da oben, wenn es krumm ist, ist egal. Ob da unten passt es. Ja. Wäre auch richtig. Frage ist, bringt die Luxussäge mehr pro Block oder weniger? Keine Ahnung. Vielleicht ist sie auch schneller oder braucht weniger Treibstoffe. Ja, das wäre nett, wenn es da dran stehen würde. Sollen wir du einfach die... Okay, so geht's auch. Aber der hat eine schöne Hütte hier sich hingezaubert, ne? Oder meinst du ja. Auch? Bisschen klein, ja. Aber. Thaddeus, sag mal. Thaddeus. So, jetzt gib mir all dein Geld. Okay, der ist resistent gegen Kugeln, das ist ein Alien. Du hast ihn angeschossen? Ja. Der wollte mir sein Geld nicht geben, hallo? Entschuldigung. Sind wir nicht die marodierenden, mit Billy Bob Yoda. Rancho. Ja. Lad mein Auto immer von vorne. Die sind nicht vollständig. Ja,
Ja, die rechts auch nicht. Meine ich ja recht. Meine war nicht vollständig. Ja, wir müssen vielleicht noch ein, zwei Bäume kloppen. Was Jetzt, wo ich auch meine. geil ist, Robben kloppen. Nein. Klar. Hier, Nein. ich schmeiß das Holzstück da drauf. Also ich hier welcher ein Kopf, ey. Du musst die Robben kloppen, sonst kommst du ja nicht an die süße Robbenfleisch Guck dran. mal, ich bin hier drauf. Wuppo. Oh nee, daneben. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ja, genau. Ich bin wieder disconnected oder so. Wieso? Nein, ich bin doch hier. Ja, bin auch immer hier mit dem Bier, was? Und Drink and Drive, oder wie das Geschichten aus dem heißt. Paulanergarten. Ja, das mach nicht den Henno. Kennt ihr wirklich die Geschichte, als ich Henno und League of Legends abgezockt habe? Das war witzig. Verloren. Leider habe ich zu dem Zeitpunkt noch nichts aufgenommen, sonst wäre das jetzt extrem witzig. Ist doch schon ein bisschen her. Ja, es reicht doch, glaube ich, mit dem Holz. Ja, reicht erstmal. Ja, kannst du draufstellen. So, jetzt ist ja die Sache, sollen wir das Holz zum Baumarkt bringen? Können wir ja. Ist, glaube ich, ganz gut. Zu Hause haben wir ja viel. Dann kann man nämlich tanken fahren und gleichzeitig Ja. das Ding abholen. Das klingt gut. Oder wir töten den Bären, ja, aber kein Platz mehr. Nein, wir haben keinen Platz. Ist wieder einer übereifrig. Das funktioniert schon. Mit Stuntfahrer. Guck. Trust me, I'm an Engineer, oder wie das heißt. Okay. Siehst du, geht. Geht. Zwar dran vorbeigefahren, aber Geht. geht. Kannst du die Radieschen von unten ansehen? Naja, ich mache ein Looping, das geht schon. Festgeklebt. Brauchen wir noch was aus dem Bioladen hier? Nicht, dass ich gerade wüsste. Ist da sonst irgendwas Interessantes? Matratze, noch ein Campingkocher, ein Wabenriemchen. Könnte ich noch mal zwei mitnehmen? Nee, wir haben ja da noch welche rumliegen. Wir Weiß, können, aber. wir haben ja die Schleuder noch nicht. Also können wir das ja noch gar nicht verwerten. Warte mal, Schleuder. Die muss man bauen. Die ist im Rezeptbuch. Aber du wolltest doch noch Metall haben. Ja, Metall ist ganz gut. Ja, können wir uns gar nicht leisten. Können wir uns gerade nicht leisten. Wieso, was hast du denn jetzt geholt? Ein Die. Häcksler. Ein Komm. Häcksler. So, wir wollten jetzt nach tanken fahren. Und was wollten wir noch machen? Du darfst dich doch mit der Entscheidung nicht allein lassen. Du bist doch das Gehirn in der Gruppe. Ich Sagt trage. der, der gerade so viel Geld ausgegeben hat für den Häcksler. Geld Für sein ausgegeben. Hobby. Ich weiß doch gar nicht, was das ist. Das ist ja für das Fleischhobby. Wenn es hier eine automatische Säge geben würde, wie so in Warcraft Ja, 3. das Fleischhobby. Aber wir haben ja noch nicht mal richtig Fleisch Naja, als also, Farm. wenn wir so ein Gerät bauen könnten wie in Warcraft 3, diesen, ihr kennt das bestimmt, diesen Goblin-Schredderer. Das wäre toll. Würde ich hier nur noch durch den Wald laufen und Holz schreddern. Das wäre ein toller Simulator. Der Goblin-Schredder. Wäre ich Ja, sofort für. ist ja alles dann nur Wild, was wir ja jagen. Das ist ja nicht so das. Ui. Ja, wir müssen auch noch Gas tanken. online. Gas online. Das klingt jetzt wie eine schwedische Porno-Werbung aus dem Osten, aber okay. Nee, Gas online. Online, Gas online. Gärtnern und Gewächshäuser. Im Blaupausenbuch findest du Teil für den Bau eines Gewächshauses. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, das wollten wir sowieso bauen. Nur mit Gewächshausdach. Das im Anhängen? Da ohne Dach außen gebaut werden. Okay, was ist das? Dass man die Tanke holt? Nein, das muss man auch für den einen Mann holen, für den Alten. Oh, Bruder, was ist denn jetzt los? Wenn ich den Motor ausmache, dann ist es zu Ende.
Angel. Von der Tankstelle. Ja, okay, Bruder, jetzt können wir ja eigentlich keine gefährlichen Jobs mehr hier machen. Wir haben so einen Dangerous Pitbull-Anhänger. Ich brauche nicht mal Gas geben, der beschleunigt. Ich muss nur lenken. Oh Gott, der ist breiter als der Wagen. Jetzt zum Glück kann er das ziehen. Mit 30 km/h fahren wir die Hütte lang, Alter. Dass der noch nicht in die Luft geflogen ist, ne? Also, du magst gefährliche Jungs, ne? Mal so einen gefährlichen Anhänger mit dem Fahrrad gezogen. Junge. Dann habe ich gewechselt auf meinen Mofa, dann bin ich einen Berg drauf gefahren und dann mit voller Karacho in der Werkstatt. Ah, nee, das war ein Werner, Entschuldigung. Und was liegt da für ein Lied? Mhm. Ich bin ein Mann. Wow, ich bin ein Mann. Na, na, na. Oh Gott, das ist gefährlich hier. Oh nee, das ist gefährlich hier, Tatsache. Ist ein bisschen steil, ja. Sein Glück, guck mal, was er drücken kann hier. 3 Tonnen. Mindestens. Ich glaube, wir fahren lieber nicht durchs Wasser. Im Normalfall würde ich es tun, aber der Auftrag ist wichtig. Ich würde sagen, da hinten ist ein Bär, ne? Hallo, Bär. Oh, oh je. Yeah. Töte den Bären! Wieso ich? Okay. Kommst du mit dem Auto? Oh, der hat nur 4 Sachen gedroppt. Ich soll Auto fahren, weil du die nie so scheiße verkeilt hast. Stopp, nicht bewegen. So. Geht's? Schaffst du's? Ich kann auch auf der Deichsel mitfahren. Und wegen, das sind 2 Sitzer, das sind 3 Sitzer. Also 2 Sitzen, 2 Stehen. Ah. Ja, das ist wie das Zwergenspiel. Wie kaputt kannst du das Spiel machen? Programm. Ja, genau. Ausloten bis zum geht nicht mehr. Der spielt nicht gern Win-Maxing. Hm. Ja, siehst du? Junge, ja. Was ist das für ein Auto? Das ist ja völlig... Hallo? Gehst du mal weg, du doofes Auto? Du hast noch Ladung. Hilfe, jetzt glitscht er durch alle Bäume. Ja, und du das könntest einfach die Straße benutzen. Ja, aber es wäre zu einfach. Und die Straße? Was für eine Straße? Ich sehe ja nichts. Vielleicht kann ich mal nach vorne gucken, weil das Ding hier einfach... Oh ja, so geht's besser. 3D von vorne direkt. Njum. Ah, wir sind da. Geht da einfach ein Baum auf dem Weg. Sollen wir wieder durch die Blumen fahren? Durch die. Ja, das ist schon geerntet. Ja, wo soll ich dir das hinstellen hier, alter Mann? Ja, nach vorne ran da. Da drüben sind die Wohnwagen. Auf Wiedersehen, Keule, wir sehen uns. Ja, aber hat er noch was? Nee, aber da war ja nichts mehr bei den Wohnwagen. Weiß ich nicht. Können wir gerne nochmal vorbeifahren, also. Durch Helm und Kelch. Schutz aus alten Zeiten. Wir können auch einfach mal den Helm und so sammeln. Gehen. Mhm. Ui! Einfach über die. über den Zaun. Ja. Du hattest doch irgendwo die eine Kiste. Ja, wahrscheinlich kommen wir da hin. Vielleicht auch nicht. Aber erstmal fahren wir da vorne hin. Du siehst ja auch den grünen Bubble da, ne? Ja. Alles klar. Ja, das ist das vielleicht sogar. 360 also gedreht. Ja, in dem Umkreis. Oh, Slenderman. Hallo, Slendy, wo bist du? Der macht gerade Urlaub in... Woanders. Im Buktu. Er ist die alte Lady hier. Hui! Okay, hallo, Gertrud! Wo sollen denn die Schätze sein? Auf Wiedersehen. Alt? Die ist so relativ jung hier. Aus alten Zeiten? Simulator. Wie heißt die Quest? Schätze aus alten Zeiten. Jetzt geht das aber hier nicht. Hallo! Auf Wiedersehen. Hallo. Auf Wiedersehen. Deine Wohnung? Nein. Schade.
Jetzt wird mir... Nee, warte mal. Das ist die eine alte Frau. Aber da hinten ist auch noch ein blauer Bubble. Siehst du den? Das ist der Jäger. 416 in... Nee, das ist der andere. Der Farmer. Komisch. Ja, wir sollten vielleicht die Schätze erst erst jagen, wenn es wieder taghell ist oder so. Glaubst du? Warte mal. Aber wir müssen eh da hinten lang. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ah ja. Trö, Gut, dann fahren wir erstmal zurück. Machen gutes Nächtle und sagen dann auch tschüss, tschüss für die Folge. Nehmen wir schon wieder 20 Minuten. das geht aber flott. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich ein paar Tage erstmal Money machen, bevor wir wieder zuschalten. Ja, klingt nur ein Plan. Wenn wieder was Entscheidendes, Lustiges passiert, dann seid ihr wieder mit dabei, würde ich sagen. Das klingt nach einer Sache, weil ewig Holz hacken wollt ihr mich ja jetzt auch nicht sehen, obwohl es ziemlich maskulin ist, Holz zu schlagen. Also, wer in seinem Leben noch keinen Baum gefällt hat und daraus ein Haus gebaut hat, ne, der hat nicht gelebt, ihr wisst, wie es läuft. Ist das Ananas. Und schlafen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschu, tschu. Oh.